Moin und willkommen zu Folge 2 der WM214 Review hier auf meinem Kanal, wo das nächste Highlight ansteht und zwar Deutschland gegen Portugal. Ganz kurz vorweg, ich glaube, das Projekt ist relativ selbsterklärend. Wer aber noch nicht weiß, was das genau ist, ich verlinke euch jetzt mal rechts oben das Video, wo es heißt Niederlande gegen Spanien. Da erkläre ich das aber unter anderem, was das Projekt genau ist. Jetzt aber hier zu dem Spiel Deutschland gegen Portugal in echt. Dachte ja jeder, wow, das wird ein richtig spannendes Spiel. Und dann hat Deutschland Portugal so richtig weggefegt mit 4-0. Ich erinnere mich auch noch an so Highlights, wo Ronaldo einfach lahm die Ein-Mann-Mauer angeschossen hat. War in meinen Augen natürlich auch Deutschland-Fan ein richtig geiles Spiel. Und ich bin jetzt gespannt, wie in der WM214 Review das Spiel ausgehen wird. Vor allem mit komplett anderen Kadern ja auch. Und deswegen würde ich jetzt auch schon sagen, wir springen sofort rein. Bis darauf eine Sache gibt es noch davor. Flankt ihr doch jetzt mal den Abo-Button da unten so richtig weg und aktiviert die Glocke, wenn ihr von dem Projekt oder anderen Projekten nichts mehr verpassen wollt. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß beim Gruppenspiel Deutschland gegen Portugal von der WM Review 2014. Let's go! Ich begrüße Sie herzlich im Allianz Stadium, liebe Zuschauer. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Wir übertragen für Sie heute das erste Gruppenspiel bei dieser WM. Deutschland gegen Portugal. Gruppenspiel bei der WM. Beide hoffen, beide erwarten sich eine Menge. Beide wollen zeigen, dass man mit ihnen rechnen muss. Da sehen wir die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Forechecking, das ist natürlich eine ihrer wichtigsten Strategien. Ja, und das beherrschen sie richtig gut. Da haben sie genau die richtigen Spieler. Da stimmt die Physis, das Spielverständnis. Aber das ist auch sehr kraftraubend, wenn du so spielst. Aber sie können das natürlich sehr, sehr gut. So wird Portugal heute spielen. Ruben Dias spielt mit Pepe in der Innenverteidigung. Otavio steht neben Bernardo Silva in der Mitte. Und vorne wollen sie heute richtig offensiv spielen. Ja, das ist nicht ohne Risiko. Drei Stürmer zu Beginn. Drei! Durchgang 1. Wir legen los mit diesem ersten WM-Gruppenspiel. Gnabry, Musiala, gibt Einwurf für Portugal. Ruben Dias, das ist Guerreiro. Wie lautet deine Prognose in der heutigen Partie für Thomas Müller? Im Spielaufbau ist er extrem wichtig. Ah, Moment, jetzt knallt's gleich. Super von Neuer, er hält den Ball. Ballverlust Sané. Bruno Fernandes. Ist das das Tor? Ganz stark abgeblockt. Sie sucht die entscheidende Lücke. Eine echte Prüfung war das für ihn natürlich nicht. Nee, das war mühelos. Das war kein guter Abschluss.
Sané. Er zieht nach innen. Ist das die Möglichkeit? Sané. Kein Tor, der Torhüter ist da. Kurz gespielt. Joao Felix. Bernardo Silva. Bruno Fernandes. Guter Pass. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Das war natürlich gar nichts. Ein Freistoß zum Vergessen, das können sie besser. Ah, da müssen sie aufpassen, das war alles andere als ein guter Abschlag. Ah, unkonzentriert, so ein Fehler wird bestraft, bitteres Gegentor. Wir kennen ihn als Rückhalt seiner Mannschaft. Davon ist hier herzlich wenig zu sehen. Ein dicker Bock und dann fällt eben auch das Tor. Mal sehen, wie die deutsche Mannschaft jetzt nach diesem Rückstand reagieren wird. Gibt Freistoß für die deutsche Mannschaft. Gut gemacht, da holen sie sich den Ball zurück. Diogo Dalot. Portugal macht Druck. Ball läuft gut. Stark gemacht, das könnte was werden. Super Parade von Manuel Neuer. Boah, das war eine hochkarätige Chance. Jetzt der Eckball. Sie bekommen den Ball nicht raus. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Sie machen schon sehr früh Druck. Und jetzt Portugal. Goretzka. Unaufhaltsam. Sané. Ist es das jetzt? Da ist es. Die deutsche Mannschaft gleicht aus. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann hat er wirklich nicht viel Platz. Aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Otavio. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Otavio. Gutes Tackling. Ruben Neves. Bruno Fernandes. Joao Felix. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Eine kurze Ecke. Da kommt der Schuss.
Viel Pech, knapp drüber, der hätte auch reingehen können. Die Chancen sind da, keine Frage, aber sie machen zu wenig draus und das muss natürlich besser werden. Jetzt die deutsche Mannschaft. Bei ihm ist Endstation. Ecke wird kurz ausgeführt. Sané, Thomas Müller. Erstmal gehalten. Bekommen Sie noch eine Chance? Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Erst diese herrliche Parade, jetzt noch diese sichere Aktion hinterher. Gute Szene. Da wissen Sie natürlich, bei wem Sie sich bedanken müssen. Chance zur Führung. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Bruno Fernandes. Ballverlust der Portugiesen. Es ist Pause hier im Al-Bayt Stadium. Der erste Durchgang ist zu Ende. Und nun kann sie losgehen. Die zweite Spielhälfte in diesem ersten WM-Gruppenspiel. Das macht er sicher. Und jetzt hat er den Ball sicher. Gnabry. Ball bei Gnabry. Serge Gnabry. Sie lassen den Ball gut laufen. Das ist die Chance zum Führungstor. Tor durch Sané. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke und damit hat der Keeper nicht gerechnet. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Guerrero. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Und dann verlieren sie doch den Ball. Musiala. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Das nächste Tor. Diesmal auf der anderen Seite. Ausgleich. Hier geht's jetzt Schlag auf Schlag. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Müller am Ball. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Schöne Bewegung. İlkay Gündoğan. Musiala. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Ecke kommt in die Mitte. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Rüdiger hat den Ball. Er passt gut auf und hat den Ball. Joao Felix. Guter Pass jetzt. Bruno Fernandes. Da schießt er. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Havertz. Da ist Havertz.
Schön vom Ball getrennt. Das war eine wichtige Aktion. Da können sie kontern. Szene immer noch gefährlich. Könnte gefährlich werden. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Er geht dazwischen. Guerrero. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Und sie verlieren den Ball dann doch. Sané. Da ist Havertz. Leroy Sané. Müller. Vielleicht die Führung jetzt. Er ist da, geht sofort runter, überhaupt keine Gefahr. Da kommt die Ecke. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Jetzt können sie vielleicht kontern. Weiter dieses Remis, aber Portugal kommt nochmal. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Kimmich. Da ist Süle. Leon Goretzka. Gutes Timing, gute Grätsche, er holt sich den Ball. Joao Felix. Guerrero. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ball läuft da gut jetzt. Müller. Harmloser Abschluss. Einfach für den Torhüter. Portugal will die späte Führung. Sie kommen nochmal. Bernardo. Am Ende heißt es hier Remis. Wir haben den Schlusspfiff. Und auch wenn hier keiner gewinnen konnte, müssen wir schon sagen, das war ein gutes Spiel. Ja, und ich glaube, wenn es so eng ist, wenn beide so auf ähnlichem Niveau agieren, dann ist so ein Unentschieden am Ende auch gerecht. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Vorne hat viel gestimmt, hinten eher weniger. Am Ende nur Remis. Ja, das kann nicht zufriedenstellen.